Jo, Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Reaktion hier auf diesem Kanal, Leute. Ja, Leute, der zweite Tag, wo ich aktiv bin auf YouTube, wie ich es ja auch versprochen habe. Und zwar, Leute, reagiere ich heute einen Tag im Leben der jüngsten Family auf der Welt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst gerne alle mal ein Like auf das Video, abonniert gerne meinen Kanal kostenlos und aktiviert gerne die Glocke auf alle Benachrichtigungen. Und wenn ihr das noch nicht macht, folgt mir gerne auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet so. Ich kann nicht mehr sprechen, jetzt abgesehen des Videos. Natürlich auch bei diesem Video ein Like da lassen. Die Kommentare sind, glaube ich, deaktiviert, weil da auch Baby oder weil da Kinder vor. Also weil da auf jeden Fall Kinder drin sind, glaube ich. Oder ich weiß, wie es war, aber ich kann es gerade nicht sagen. Egal. Dürfen wir vorstellen, das sind Olivia und Cole aus Idaho in den USA. Die beiden Teenager waren gerade einmal 14 Jahre alt, als sie zusammenkamen und auf den ersten Blick wirken der Quarterback und die Cheerleaderin vollkommen normal. Allerdings ist das hier ihre kleine Tochter Lovelyn. Okay. Ja, ihr habt richtig gehört, Olivia und Cole haben bereits eine Tochter und während andere 14-Jährige gerade erst selbst herausfinden, wie sie ihre Zukunft gestalten möchten, mussten sich die beiden Schüler im selben Alter überlegen, ob sie tatsächlich ein neues Leben auf die Welt bringen wollen. Doch das Paar entschied sich für das Kind und zieht es seitdem gemeinsam groß. Wie die drei ihren Alltag meistern und warum Lovelyn das Leben der beiden Highschool-Schüler ganz schön auf den Kopf stellte, erfahrt ihr heute. Denn wir zeigen euch einen Tag im Leben der wohl jüngsten Familie der Welt. Es wird also interessant, deshalb bleibt dran hier bei Wissenswert. Genau, Leute. Ach, und schreibt uns doch mal in die Geht nicht, weil die Kommentare deaktiviert sind. Wir sind gespannt. Bevor wir aber mit dem Alltag der jüngsten Familie beginnen, wollen wir euch die drei nochmal genau vorstellen und erklären, wie es zu der frühen Schwangerschaft kam. Wie eben schon gesagt, lernten sich Olivia und Cole kennen, als sie gerade einmal 14 Jahre alt waren. Was? Ein Freund verkuppelte die Cheerleaderin mit dem Footballspieler und sie wurden ziemlich schnell ein Paar. Ganz zum Ärger von Olivias Vater, der von Anfang an gegen die Beziehung war. Ich hab zwar keine Freundin, aber jetzt auch egal. Ich wäre als Vater nicht gegen eine Beziehung. Das ist sehr schön, wenn man schon mit 14 eine feste Freundin hat. Aber ich wäre schon ein bisschen strenger, wenn es darum geht, uns verhüten, Leute. Ihr wisst ja, schubsdiwupps, man hat ein Baby. Deswegen, Leute, wenn ihr eine Freundin habt oder wenn ihr einen Freund habt, dann könnt ihr euch auch treffen, Netflix gucken, chillen, dies, das, Ananas, aber kommt bitte nicht auf die Idee, mit 14, mit 15 schon ein Kind zu machen. Wartet erstmal ab bis 20, wenn ihr 20 oder 25 seid, ist es in Ordnung, aber bitte nicht, wenn ihr noch unter 20 seid, weil das ist zu früh. Das ist definitiv zu früh, weil ihr seht jetzt hier an dem Beispiel, ist ja kein Beispiel, ist halt auch wirklich passiert, aber das kann schon auf den Kopf stehen, wenn man mit 14 schon ein Kind hat, das ist schon blöd. Man muss erstens um sich selbst kümmern, man muss sich dann auch noch um das Kind kümmern, man muss sich dann auch noch um die Schule kümmern, alles etc., aber das ist schon hart. Er glaubte, dass seine Tochter noch zu jung sei, um einen Freund zu haben. Olivia widersetzte sich jedoch seinem Datingverbot und sie traf sich regelmäßig nach dem Unterricht mit Cole. Nach kurzer Zeit wurde die 14-Jährige dann plötzlich sehr krank und musste eine Woche lang das Bett hüten. Der Grund war aber keine Lebensmittelvergiftung oder eine fiese Grippe. Stattdessen machte Olivia heimlich einen Schwangerschaftstest. Leute, warum ist es bei euch so kariert? Wartet mal. Und hatte die Gewissheit, dass sie ein Kind erwartet. Ah, weil das für die Schülerin, so die ist. Gerade erst in die Highschool gekommen war, ein absoluter Schock. Auch Cole reagierte zunächst panisch, doch für den Jugendlichen stand von Anfang an fest, dass er seiner Freundin zur Seite stehen würde und die beiden entschieden sich. Das würde ich dann halt auch machen. Ich würde meiner Freundin auch zur Seite stehen und nicht zur Panik irgendwie rumschreien oder so. Ich würde meiner Freundin dann auch zur Seite stehen. Das Kind.
Olivias Eltern sahen die ganze Sache zunächst allerdings gar nicht so entspannt. Ihre Mutter Gail sicherte ihr zwar von Anfang an Hilfe zu, doch ihr Vater Ryan wollte die Schwangerschaft zunächst nicht akzeptieren. Er war nicht nur wütend auf Olivia und Cole, sondern auch auf seine Frau, die die Beziehung der beiden nicht unterbunden hatte. Trotzdem fand auch Ryan sich schließlich damit ab, dass er bald Opa werden würde, und die Familie entschied, dass sie Olivia und Cole in ihrer neuen Rolle als Eltern unterstützen würden. Um allen Hatern direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen und alle Freunde zu informieren, entschied sich das Paar dann zu einem krassen Move und machte die Schwangerschaft online öffentlich. Okay. Sie posteten ein Bild und schrieben, dass sie ein Mädchen erwarten würden. Daraufhin... Sorry Leute, wenn jetzt bei so kariert ist, es ist so ein Video. Bekam sie zwar viel Unterstützung und Glückwünsche, viele Freunde und Bekannte wandten sich aber auch von dem Paar ab. Warum? Ich würde dann den dieser Zeit voll unterstützen, Alter. Was ist das? Vor allem Olivia bekam viele... Die sind doch dann keine Freunde. Sprüche zu hören. Am 6. Februar 2020 brachte Olivia schließlich die kleine Lovelyn zur Welt. Auch hier stand Cole auf ihrer Seite. Denn während viele andere Jungs in seinem Alter mit der ganzen Situation vermutlich maßlos überfordert gewesen wären, das wäre ich auch, übernahm er von Anfang an Verantwortung und begleitete seine Freundin sogar mit in den Kreißsaal. Seitdem hat die kleine Lovelyn den Alltag der beiden Teenager und ihrer Familien ganz schön durcheinander gebracht. Cole wohnt unter der Woche mit Olivia bei deren Eltern, um so besonders viel Zeit mit seiner Tochter und seiner Freundin verbringen zu können. Dabei teilen sie sich zu dritt Olivias altes Kinderzimmer, das sie mit einer Wickelkommode und einem Babybett ausgestattet haben. Während es in der ersten Zeit noch sehr praktisch war, gemeinsam in einem Raum zu schlafen, wird es mittlerweile jedoch zu eng in dem kleinen Kinderzimmer. Kann ich mir vorstellen, dass es mittlerweile viel zu klein ist. Die jungen Eltern davon, eines Tages ein eigenes Zuhause zu besitzen. Wie weit ihre Pläne da schon sind, erfahrt ihr später in diesem Video. Wie eben schon erwähnt, sind die beiden allerdings noch Schüler und tatsächlich haben sie ihre schulische Laufbahn trotz Baby nicht an den Nagel gehängt. Stattdessen stehen sie jeden Morgen sehr früh auf, um sich für die Highschool fertig zu machen. Während des Corona-Lockdowns im letzten Jahr nahmen die beiden, wie viele Schüler weltweit, einige Monate am Homeschooling teil. Doch mittlerweile haben sie wieder eine Anwesenheitspflicht. Cole und Olivia besuchen zwei unterschiedliche Schulen und während sie im Unterricht sitzen, passt Oma Gail auf ihre Enkelin auf. Doch bevor die Teenager zur Schule fahren, müssen sie auch Lovelyn wecken und für den Tag fertig machen. Eben. Auch das übernehmen die beiden oft noch gemeinsam und während Cole sich anschließend schon mal auf den Weg zur Schule macht, zieht Olivia die kleine Lovelyn an. Dabei steht der mittlerweile Einjährigen eine extrem große Auswahl an Kleidern, Schuhen und Accessoires zur Verfügung, auf die viele Erwachsene neidisch werden könnten. Ja. Olivia legt nämlich nicht nur bei sich selbst großen Wert auf ein perfektes Aussehen, auch ihre Tochter soll immer gut gekleidet sein. Damit will sie vermutlich sich selbst und auch anderen beweisen, dass sie auch als Teenie-Mutter verantwortungsvoll mit ihrem Kind umgehen kann. Okay. Wie sehr sie an dem Wohl ihrer Tochter interessiert ist, zeigt sich auch bei der Auswahl der Speisen, die sie täglich frisch für Lovelyn zubereitet. Statt Instant-Brei oder Obst aus dem Gläschen kocht Olivia jeden Tag mit gesunden Zutaten wie Avocados oder Kokosmehl. Dabei versucht sie, so gut es geht, auf Zucker zu verzichten und nutzt stattdessen Bananen zum Süßen. Außerdem ist es ihr wichtig, dass sie selbst das Essen zubereitet und nicht etwa ihre Eltern. Nach dem Frühstück fährt dann auch Olivia zur Schule. Oha, sie hat ein eigenes Auto mit 14, oha. Ich weiß ja nicht, wo die wohnen, irgendwo, wo man Englisch spricht, in England oder Großbritannien. Ist ja England immer in den USA. Ich weiß nicht, ab wann man da einen Führerschein haben darf. Also hier in Deutschland, glaube ich, erst ab 18 und sonst weiß ich nicht, in den USA. Dank ihrer verständnisvollen Schulleitung muss sie dabei täglich nur 1 bis 2 Stunden persönlich dort anwesend sein und kann den Rest des Unterrichtsmaterials zu Hause online nacharbeiten. Das macht es für sie leichter, dem Schulstoff zu folgen und gleichzeitig für ihre Tochter da zu sein. Nach dem Mittagessen und einem ausgiebigen Mittagsschlaf für Lovelyn kümmern sich Cole und Olivia... Leute, kommt Werbung! ...dann gemeinsam um den Einkauf. Obwohl sie zwar noch im Haus von Olivias Eltern leben, übernehmen die beiden schon viele Pflichten, die für andere Teenager undenkbar wären. Und dazu gehört auch der tägliche Einkauf.
Das Geld für die Lebensmittel, Windeln und Kleidung verdienen sie sich übrigens zum größten Teil selbst. Cole arbeitet am Wochenende in einem Supermarkt und das Paar ist auch auf TikTok sehr erfolgreich. Ah, dann durch TikTok. Hier haben sie mittlerweile über 1 Million... Oha. 1,2 Millionen Follower, so viele hätte ich gerne mal auf YouTube oder so. Deswegen, Leute, folgt mir gerne alle auf Instagram. Follower und lassen ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben. Während am Nachmittag die meisten Teenager zusammen abhängen, sich zum Shoppen verabreden oder zusammen Sport vor machen, Corona war das noch Cole und so. Olivia die Nachmittage jetzt mitlachen. Halt auch so. Die Familie unternimmt viel zusammen und sie gehen auf den Spielplatz, in den Park oder ins Schwimmbad. Beide sagen, dass sie ihr altes Leben nicht vermissen und es für sie das Größte ist, so viel Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Wenn sie doch einmal Zeit ohne Loveland verbringen, dann tun sie das, was Gleichaltrige auch gerne machen. Sie gehen gemeinsam aus, kaufen sich neue Klamotten und haben einfach nur Spaß. Den haben sie allerdings auch, wenn sie am Abend Cole auf dem Footballplatz anfeuern. Der Schüler ist nämlich noch immer Quarterback seiner Mannschaft und Olivia besucht oft gemeinsam mit Loveland die Spiele. Dabei zeigt der Schüler offen, dass er ein sogenannter Teenie-Dad ist und feiert seine Siege offen auf dem Feld gemeinsam mit seiner Tochter. Kommentare von Hatern können ihm nichts mehr anhaben, denn er ist sehr stolz auf seine kleine junge Familie. Und das können Cole und Olivia auch wirklich sein. Eben. Obwohl wir euch an dieser Stelle natürlich nicht ermutigen wollen, schon so früh eine Familie zu gründen und es auch viele Schicksale gibt, bei denen die Kinder von Teenie-Eltern keinen so guten Start ins Leben haben, meistern die beiden ihr Leben vorbildlich. Dann ist auch gesagt, deswegen, Leute, macht erst... Ich weiß, dass ich das blöd an, aber... Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass sie sehr privilegiert aufgewachsen sind und auch viel Unterstützung von ihren Familien bekommen, aber darauf ruhen sie sich nicht aus. Sie haben schon in frühester Jugend eine extrem große Verantwortung übernommen und wollen die besten Eltern für Loveland sein. Mittlerweile haben es die beiden sogar geschafft, ihren Abschluss zu machen und auch nur ein einziges Jahr in der Schule ausgesetzt zu haben. Schon zu allem krass. Überfluss konnten sie in den letzten Jahren auch noch so viel Geld ansparen, dass sie vor wenigen Wochen ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen konnten. Oha. Der nächste Schritt ist nun ihre Ausbildung. Beide also wollen... Also, wir haben ein eigenes Haus. Ich würde mal so viel Geld verdienen durch YouTube. Ich bin ja noch nicht durch YouTube Partner bekommen, aber trotzdem... eine Lizenz als Immobilienmakler machen und sich anschließend selbstständig machen. Jetzt stehen sie also wirklich auf eigenen Beinen. Und das war's auch schon mit uns. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Genau, schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein. Wollt ihr mehr Reaktionen sehen? Oder wollt ihr mehr wie Games zocke sehen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, Chilvi Disky und bitte... noch als Ende, bitte lasst ein Like da und kein Dislike, denn ihr fragt mich auf die 2 neuen Videos von gestern. Ein Dislike. Wieso musst du einen Dislike da lassen? Wenn du dich gerade angesprochen fühlst, warum? Sonst, wenn alle liken, ganz cool und